Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Map Tactics Video und wie immer gleich am Anfang der Hinweis oben rechts die Infokarte. Dort findet ihr die Playlist mit dem Intro zu dieser Serie, natürlich alle anderen Teile dieser Serie, alle anderen Karten und ganz am Ende findet ihr dort den Link zu O'Hares Video, der zu jeder Karte mal die andere Seite bespricht. Und wie immer möchte ich kurz darauf hinweisen, dass sich diese Serie an Einsteiger richtet. Man kann hier nicht alle Eventualitäten abdecken. Das heißt, wir zeigen immer in einem Standardgefecht, wo man mit einem Standardpanzer ungefähr hinfahren sollte. Und so versuche ich dann immer ein paar Tipps zu geben, mit welchem Panzer man also wohin fahren kann, worauf man achten sollte, ob man jetzt Top-Tier ist oder ob man in einem weichen Panzer sitzt oder mit einer starken Panzerung, wo man dann damit am besten hinfährt. So, genug gelabert, jetzt geht's aber los. Okay, dann gucken wir uns heute Highway an. Das wurde von euch gewünscht, auch eine Karte, die schon etwas länger im Spiel ist und von den Entwicklern mehrfach überarbeitet wurde. Wir sehen hier eine klassische Zweiteilung durch den Fluss, der schlängelt sich hier so lang, wird hier oben ein bisschen seichter mit einem, mit so einer Sandbank und dann schlängelt er sich weiter nach Norden. Der teilt also die Karte in zwei Bereiche, links und rechts. Die Basis hier unten, unsere Basis ist hier links unten, die Gegnerbasis ist rechts oben und somit haben wir hier so eine diagonale Teilung. Und die Entwickler werden sich gedacht haben, komm, lass uns das noch krasser machen, dass auch das sehr restliche Geschehen wirklich diagonal verteilt wird. Also hier oben sind die Mediums und hier unten in der Stadt, da ist die Position für die Heavies. Also wirklich komplett auseinandergezogen, sodass die sich nicht in die Quere kommen. Dazu haben wir die beiden Feldbereiche, sage ich mal, hier so und hier das ganz große Feld, eigentlich beides No-Go-Areas. Also man fährt da nicht rüber. Ganz zum Schluss natürlich, da kann man das machen, wenn nur noch zwei Gegner da sind, man will schnell irgendwo hin, dann kann man da quer rüberfahren. Aber ansonsten ist diese Position wirklich nicht zu empfehlen. Also da sollte man nicht hinfahren, weil gegnerische Panzerjäger stehen hier und hier. Die Scouts, die fahren hier hin, vielleicht dahin. Die machen einen auf jeden Fall auf, wenn man hier rüberfährt und es sind genug Panzer da, die einen dort beschädigen können. Also das machen wir nicht. Okay, dann fangen wir mit den Heavies an. Ja, die spawnen also hier unten und die klassische Heavy-Position, ich habe es schon angesprochen, ist natürlich die Stadt. Je nachdem, wo man gespawnt ist, ist man also ein bisschen früher oder später da. Man fährt einfach hier rüber. Dieses Gebiet hier unten, das ist so ein bisschen hügelig. Wir haben hier die Straße eingezeichnet und das ist eine kleine Erhebung. Aber auch dahinter ist nochmal ein Hügel und man kann einfach hier entweder in der ersten Senke oder man fährt in der zweiten Senke, um ganz sicher zu sein. Wenn man oben lang fährt, an diese Position zum Beispiel, ich zeichne mal kurz einen Radius ein, 500 Meter ist ungefähr der Bereich. Man wird also von dem leichten Panzer, der hier steht, ziemlich sicher gespottet. Und wenn eben die Panzerjäger, die gegnerischen, hier steht, dann können die einen auch hier beschießen. Also es ist ein relativ gefährlicher Weg. Man sollte das machen, wenn man eine starke Turmpanzerung hat und eben diese Anhöhe für sich nutzen kann. Ja, T34, naja, Tier 8 wollen wir ja eigentlich nicht angehen. Hier ist ja eine Anfängerserie, also sagen wir mal T29. Dann fährt man halt hier, muss aber wirklich damit rechnen, dann auch beschossen zu werden. Wenn Arti im Spiel ist, hat man da eine ganz schlechte Position. Deswegen sollte man also eigentlich unten lang fahren, dann in die Stadt rein und dann kann man das hier wirklich sehen, je nach Situation, wie man dann weiter vorrückt in die Stadt. Das hängt davon ab, wie viele Gegner da sind, was für Gegner da sind und wie weit man halt da am Anfang direkt vorrücken kann. Am besten ist es, finde ich, wenn man wirklich ganz in die Ecke reingeht, um zu verhindern, dass der Gegner diese Position besetzt. Und wenn man dann weiter nach Norden drückt, dann hat man da ein ziemlich einfaches Spiel. Eine kleine Ausnahme kann ich wieder erwähnen. Also wenn man jetzt in einem Panzer ist, der nicht Top-Tier ist, sagen wir mal auf Tier 5, wir haben T1 Heavy in einem 7er Gefecht oder der M6 in einem 8er Gefecht oder sagen wir, man ist vielleicht in einem AL-44 in einem 8er Gefecht oder so, dann ist man vielleicht nicht gut beraten, in die Stadt zu gehen, weil man den Gegner Heavys dort einfach zu wenig entgegenzusetzen hat. Dann ist es auch möglich, wirklich den Weg nach Norden zu gehen, die Mediums hier oben zu unterstützen. Man kann vielleicht den gegnerischen Mediums auch nicht wirklich helfen. Ja, so ein 8er Medium in einem M6 oder so, was soll man da machen? Da kann man nichts machen. Man muss wirklich sehen, dass man vielleicht den Gegner 6er erwischt, dass man vielleicht einen Scout erwischt, den T37, wenn er im Gegnerteam ist oder ähnliches. Ja, die leichten Panzer, die fahren vielleicht hier hin, die fahren hier hin, meistens auch hier oben. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, hier jemand ist, wenn hier jemand hingefahren ist, dann kann man versuchen, die abzufangen und sozusagen doch noch eine wichtige Rolle für das eigene Team zu spielen, auch wenn man nicht Top-Tier ist. Wie gesagt, dann ist die Position ganz gut. Wenn es dann weitergeht, einfach quer rüber irgendwo da mitmischen, wo es dann wichtig wird. Den langen Weg außenrum als Heavy, das muss man, glaube ich, nicht machen. Ich zeichne mir mal noch die Panzerjäger ein, die schon mehrfach angesprochen worden sind. Die stehen hier, manchmal aber auch hier und hier. Je nach Situation muss man dann halt
drauf reagieren, beziehungsweise hoffen, dass eben der eigene Scout schon vorgefahren ist und so ein bisschen was aufgemacht hat, damit man ungefähr weiß, was es hier zu erwarten ist. So, und hier sehen wir jetzt die Einfahrt in die Stadt. Man sieht schon viele Gebäude. Da gibt es jetzt nichts Spezielles. Da gibt es keine Position, wo man unbedingt hin muss. Es sind viele einzelne Gebäude, die man halt für seine Deckung nutzen kann, wo man so ein bisschen flankieren kann und sich einfach die Position sucht, die am besten ist. Am besten finde ich, wenn man möglichst weit nach vorne kommt, wenn man also verhindert, dass der Gegner an dieser Position vorbeifährt und dann eben das eigene Team hier flankieren kann. Also man muss wirklich die Ecke besetzen und den Gegner hier an der Stelle aufhalten und dann eben zurück in die Stadt drücken. Dann kommen wir jetzt zu den Mediums. Auch das hatte ich schon angesprochen. Die Hauptrichtung sollte eigentlich Norden sein. Hier hinten in die Position rein. Es gibt verschiedene Wege, die man nehmen kann. Das meiste wird also wirklich ganz am Rand lang führen. Auch das hier ist eine kleine Anhöhe, die man für sich erstmal nutzen kann. Und dann fährt man so ein bisschen links daran lang und dann, wenn man schnell ist, wirklich ganz nach oben. Also die gegnerischen Mediums, die werden sich auch hier hinten sammeln. Und da muss man dann sehen, dass man entweder vor denen da ist, ganz in die Ecke reingeht oder wenn es eben nicht passt, naja, dann muss man sehen, dass man hier irgendwie an diesen Häusern steht und da sich dann mit denen austauscht. Was man natürlich auch machen kann, man muss nicht ganz so weit fahren, man fährt vielleicht nur in die Mitte, bleibt hier in diesen Häusergebieten stehen wieder. Wenn man nicht Top-Tier ist zum Beispiel, dann kann man aus der zweiten Reihe sehen, dass man das eigene Team da vorne irgendwie unterstützt und eben die kleineren im Gegnerteam irgendwie abfängt. Tja, und wenn dann die Ecke hier oben gewonnen ist, dann geht es natürlich einfach gerade rüber übers Feld. Auch das ist mal eine kleine Anhöhe. Man kann bis dahin fahren, vielleicht einen leichten Panzer vorfahren lassen, gucken, ob hier drüben die Panzerjäger noch da sind. Und wenn das der Fall ist, dann muss man die vielleicht von hier aus bekämpfen, also eher so von dieser Position. Oder man drückt halt wirklich in Masse schnell durch und hofft, dass man durchkommt und nicht beschossen wird. Ansonsten kommt es aber auch häufig genug vor, dass sich hier die Panzerjäger schon zurückgezogen haben und man kommt ganz leicht über das Feld hinweg. Als Alternative ist natürlich auch möglich, unten lang zu fahren, das will ich nicht verschweigen, wenn zum Beispiel im Gegnerteam oder im eigenen Team nicht genug Heavys da sind und man nicht damit rechnen muss, dass hier so eine Heavy-Übermacht entsteht, dann kann man natürlich als Medium auch auf die Seite fahren und die wenigen Heavys von uns unterstützen. Okay, hier sehen wir den hügeligen Weg in den Norden. Wie gesagt, hier der erste Hügel, wo man schon mal ein bisschen stehen bleiben und gucken kann, je nachdem wie schnell man ist, oder man zieht halt hier dran vorbei. Hier kommen so die ersten Häuser, die man als Deckung nutzen kann, aber man steht noch nicht wirklich artig safe. Man sollte hier ruhig ein bisschen weiter noch reinfahren und wenn man halt in einem schnellen Panzer sitzt, dann kommt man vielleicht ganz hinten in die Ecke rein und die ist wirklich gut, also ist eine super Position. Der Gegner kann hier nur wirken, wenn er auch ganz im Norden steht. Sobald er ein bisschen südlicher steht, ist das ja außerhalb der Ränderreichweite. Und wenn man hier oben steht, dann kann man halt den Gegner, der da unten hingefahren ist, schön flankieren. Also solange zwei, drei Panzer mitgefahren sind, hat man hier oben wirklich eine wunderbare Position. Okay, dann gucken wir uns jetzt die leichten Panzer an. Ich denke schon, dass es auf Highway die Option gibt, Early Spots zu bekommen. Man fährt dafür einfach hier hoch. Mein Lieblingsspot ist hier vor dem Haus in diesem Gebüsch. Und von hier aus kann man dann alles spotten, was hier oben quer rüber fährt. Und dann sieht man schon mal, was die eigenen Leute dort oben erwartet. Ja, und dann kann man entscheiden, ist aus dem eigenen Team genug unterwegs hier in die Richtung? Ist das alles gut? Oder muss man Alarm schlagen und sagen, Leute, passt da oben auf oder fahrt zurück oder wie auch immer. Man kann natürlich alternativ auch direkt durchfahren hier nach oben hin an die Position. Das ist halt immer eine Frage. Man kann ja auch Top-Tier als leichter Panzer sein, so als Achter leichter Panzer in einem Achtergefecht. Warum nicht gleich mit nach oben fahren und dann irgendwie die Rolle der Medis hier unterstützen? Also das kann man schon machen. Eine alternative Route ist dann untenrum hier unten in dieses Gebüsch und dann am Wasser entlang. Hauptsächlich als Konter-Scout, sage ich mal, also der gegnerische leichte Panzer, der vielleicht hier unten sitzt, an der Position versucht durchzuschlüpfen, unter der Brücke durch. Dem kann man dann hier entgegenfahren und hoffentlich hat man da noch ein bisschen Unterstützung. Wie gesagt, wenn ein eigener Panzerjäger hier hinten geblieben ist oder ein Medium oder so, das hat er dann vielleicht gemacht, eben um den leichten Panzer an dieser Position abzufangen und dann kriegt man von dem da ein bisschen Hilfe. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Situation, wenn man das hier unten so auflösen kann und dann kann man von der Position nämlich direkt hochfahren, weiter hier die Panzerjäger, wenn sie denn noch da stehen, aufmachen und damit eben Spots geben für das Team, was hier oben steht und die können dann schon darüber wirken. Dank der neuen Render Distance, die schon seit einiger Zeit im Spiel ist, funktioniert das auch ganz gut. Also man kommt wirklich von hier bis darüber. Das ist also hier die Position, die ich mir rausgesucht habe, wo ich am häufigsten hinfahre, weit genug vorne, um den Gegner hinten zu spotten.
und weit genug hinten, um nicht selbst aufzugehen. Man kann vorsichtshalber noch ein bisschen zurückfahren, bis der Busch hier nicht mehr durchsichtig ist, und dann auch auf die Gegner schießen, wenn man möchte. Eventuell hat man Glück und spottet unten den leichten Panzer. Und dann sollte man doch versuchen, den rauszunehmen. Es ist immer wichtig, dass man nicht aufgeht, weil hier steht man natürlich voll im Wirkungsbereich der Panzerjäger dort oben. So, dann kommen wir jetzt zu den Panzerjägern. Die haben auf der Karte nicht die allerbesten Karten. Es gibt schon einige Positionen, aber Wargaming geht immer mehr dazu über, diese ganz starken Panzerjäger-Spots ein bisschen abzuschwächen. Also keine Doppelbüche mehr, sondern nur noch ein Gebüsch, wo man stehen kann und dann höchstwahrscheinlich auch aufgeht, wenn man schießt. Also das ist immer gut für einen Hinterhalt, für ein, zwei Schüsse von einer Position, wo der Gegner das nicht erwartet. Aber man geht dann auf und muss sich halt zurückziehen oder eine neue Position suchen. Für mich ist die beste Option, die Mediums im Norden zu unterstützen. Man fährt dafür einfach hier so auf die erste Anhöhe. Auch wenn man im Panzerjäger eine gute Gun Depression hat oder einen Turm, dann kann man diesen Hügel, also einen drehbaren Turm meine ich, dann kann man den Hügel da ganz gut für sich nutzen, ein bisschen hoch und runter fahren, hier oben die Spieler unterstützen. Man kann als Panzerjäger natürlich auch in diese Position relativ weit nach vorne fahren. Das ist aber schon ziemlich gefährlich. Also da muss man auch sehen, ob man diese Büsche für sich nutzen kann und die Spielmechanik für sich ausnutzen kann, dass man eben zurückfährt, dass man eben möglicherweise beim Schuss nicht aufgeht. Ansonsten sehe ich häufig Leute direkt hier hinten stehen bleiben. Das ist aber nicht gut. Also wenn man sieht, der Radius, der reicht bis da und da, und das ist halt nicht wirklich weit genug, um da irgendwas zu machen. Die einzige Sache, die ich bei den leichten Panzern schon angesprochen habe, wenn man eben hier hinten stehen bleibt, dass man eben diesen Bereich hier abdeckt, falls der Gegner versucht, da durchzudrücken. Es muss nicht immer ein leichter Panzer sein, es kann auch ein Medium der hier sich entschieden hat, hier unten lang zu fahren. Dann kann man da wirken, aber ich glaube, es kommt selten genug vor, als dass das wirklich jedes Mal funktioniert und für jedes Mal eine gute Position ist. Was man noch machen kann, ist natürlich auch in Süden mitfahren, vielleicht von dieser Position aus dann schon angesprochen, wie die Heavies mit einer starken Sturmpanzerung oder so. Von dieser Position aus kann man wirken. Da würde mir jetzt wieder T30 einfallen, aber ist eigentlich zu groß. Bei den kleineren Tiers ist da nichts dabei, wo ich sagen würde, das lohnt sich wirklich, da unten hinzufahren. Selbst so ein AT7 oder sowas in der Richtung, AT2, so die kleinen Panzerjäger, die relativ langsam sind, die machen vielleicht an dieser Position Sinn. Generell, wer eine starke Panzerung hat, kann natürlich die Heavys in der Stadt unterstützen und dort einfach mit in die Stadt fahren und dann eben sich die Route suchen, genauso wie es eben zu den Heavys passt. Wenn man hier oben hingefahren ist und hier gestanden hat oder hier gestanden hat, muss man natürlich sehen, wie geht es weiter mit dem Team und dann nicht hinten stehen bleiben und dem Schaden sozusagen entgegenfiebern und sagen, oh, ich kriege nichts mehr ab, sondern wirklich mit den Leuten mitfahren. Je langsamer man ist, desto direkter muss man nachher fahren, also einfach quer rüber, übers Feld oder so. Ja, das ist die Stelle, die wir schon gesehen haben, der erste Hügel auf dem Weg in den Norden. Aber wie gesagt, wenn Arti im Spiel ist, dann ist es hier eine recht schwierige Position. Da muss man wirklich aufpassen. Je mehr Gun Depression man hat, desto besser ist es. Dann kann man den Hügel hier für sich wirken lassen und wieder ein bisschen zurückfallen lassen. Man muss aufpassen, dass man Richtung Seite nicht flankiert wird, also ein leichter Panzer, vielleicht ein Medium, der irgendwie in die Mitte gefahren ist, der könnte einem hier Probleme machen. Sollte man sich vielleicht ein bisschen zurückfallen lassen hier hinter die Häuser. Aber wie gesagt, wenn man hier hinten steht, also zu weit hinten, dann kann man da vorne nicht wirken, dann macht es keinen Sinn. So, zum Schluss noch die Arti, die hat es nicht weit. Ne? Man kann also hier direkt hinter der Basis stehen, entweder hier oder hier. Da gibt es so ein paar Wälder, ein paar Senken. Man steht weit genug hinten, um nicht direkt gespottet zu werden, wenn der Gegner hier irgendwie durchdrückt. Aber wenn er durchdrückt, dann ist es eigentlich schon zu spät und man sollte nicht mehr hier stehen, sondern versuchen, vielleicht mitzufahren mit dem Team in die Richtung. Das muss man halt als Arti-Fahrer dann auch lernen und sehen, wie verteilt sich das eigene Team und auf welcher Seite werde ich mehr gebraucht und wo sollte ich vielleicht mitfahren, weil auf der anderen Seite unser Team zu schwach besetzt ist und der Gegner dann da durchdrückt. Ja, und dann gibt es natürlich immer noch den Sonderfall, die FV-304 oder ähnliche Panzer, die nicht so eine weite Reichweite haben. Die können natürlich auch hier oben hinfahren und können dann von diesen Positionen aus nach oben unterstützen. Oder sie fahren halt mit den Heavys mit hier ganz unten am Rand entlang, vielleicht ans Ende der Stadt, an diese Position. Und von hier aus ist dann der Radius auch weit genug, um wirklich alles abzudecken, was in der Stadt dann vielleicht aufgeht. Tja, und dann zeichne ich hier nochmal wieder rückwärts die Richtung ein, in die man vielleicht wirken möchte. Da fällt mir hier tatsächlich nur diese eine Stelle ein,
wo die Gegner sich verschanzen könnten und in die, auf die man wirken würde. Und dann einmal gerade rübergezogen sieht man, dass man halt nördlich dieser Position hier stehen sollte. Also irgendwo hier oben, nicht zu weit nach vorne natürlich, also wahrscheinlich ist diese Position genau richtig. Und wenn man südlicher steht, dann kann man eben in diese Gasse nicht so richtig reinwirken. Deswegen glaube ich, dass wirklich diese Position hier mit so die beste ist. Für alle anderen Gebiete, da spielt die eigene Position hier unten nicht so eine große Rolle. Hier oben die Häuser, die sind sehr verteilt, da gibt es also keine speziellen Gassen, wo man reinwirken kann. Wenn man den Gegner da überraschen will, dann muss man wirklich ziemlich weit nach oben fahren, um hier einen Winkel zu erreichen, mit dem der Gegner nicht rechnet. Und auch hier unten das Gebiet bei der Bahnanlage. Da gibt es immer wieder Lücken zwischen den Waggons, wo man mal durchschießen kann. Da ist nicht ganz so wichtig, wo man hier steht. Da ist wichtiger, dass man einen Gegner hat, der sich der Situation nicht bewusst ist, der nicht genau darauf achtet, dass er da irgendwie artig safe steht oder hinter einem Haus steht oder so, dann kriegt man da auch immer mal den ein oder anderen Schuss unter. Gut, das sind die Positionen für die Arti, da muss man nicht viel zu sagen. Das sind so ein bisschen zurückgelegene Senken, auch mit Wald und so. Wenn man sich dahin steht, geht man relativ spät auf. Also der Gegner muss dann schon wirklich in der eigenen Basis sein. Und wenn es soweit ist, dann ist es eigentlich zu spät. Dann hat man schon verloren oder nicht rechtzeitig reagiert. Und ja, je weiter vorne man steht, desto besser ist der Wirkungsbereich in die Stadt. Und ja, desto schlechter kommt man aber auch weg, wenn im Norden halt die eigenen Panzer da, das eigene Team versagt hat. So, das Gefecht von heute ist ein bisschen anders als sonst, aber trotzdem ziemlich interessant. Wir sehen nämlich, was ja immer passieren kann. Es gibt 4 Artis im Team und dazu 3 leichte Panzer. Einer von uns ist schon tot. Im Gegnerteam sieht es genauso aus. Und das bedeutet 7 Panzer, die nicht diese Standardspots einnehmen können, wie ich sie beschrieben habe, und nur 8 Panzer, die da irgendwas machen. Doch dazu ist unser Team sehr heavy-lastig, also wir haben 4 Heavies irgendwie oben auf Tier 6, oder was ist es? Nee, Tier 8, Entschuldigung, konnte ich nicht richtig hier erkennen mit Brille und so. Also Tier 8 ist es. Und im Gegnerteam, die haben da so Mediums und da ist eigentlich klar, wo die Mediums im Gegnerteam hinfahren sollen. Ihr könnt euch ja das bei O'Hare angucken. Er beschreibt auch die Ecke oben links und da sind höchstwahrscheinlich die gegnerischen Mediums hin. Und unsere Tier 6er Mediums, der Krummel und der andere Krummel B, die sagen sich, oh, bin ich blöd, ich fahre doch nicht da oben hin. Unsere Heavies, die fahren in die Stadt und die Mediums fahren jetzt auch in die Stadt. Und ich bin halt erst auf die Arti-Position gefahren und habe dann auch gesehen, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ich muss ja unbedingt weg. Und so fahre ich also unserem Team hinterher und versuche ihm hier eine ganz gute Position einzunehmen, weit genug weg von unserer Basis, sodass ich nicht sofort gespottet werde und ja, eben von hier aus ein bisschen wirken kann. Zum Glück ist ein bisschen was hinten geblieben. Also der Amix 12T zum Beispiel, ja, der ist jetzt da, der spottet ein bisschen was und der Mutz und der TVP, VTU, die sind da schon bei uns in der Basis. Es steht 1:4, es sieht ziemlich kacke aus eigentlich, um ehrlich zu sein. Und ja, unser Team teilt sich jetzt auf. Ne? Die Leute sind alle voller Panik von ihrem Plan abgewichen und wieder zurück in die Basis gefahren. Ein bisschen spät vielleicht, aber immerhin funktioniert's. Und ja, so schieße ich einfach mal drauf. Ich muss mal ganz kurz gucken. da war jetzt noch die externe Ansicht aktiv, keine Ahnung warum, schnell mal eingestellt. Ja, also ein bisschen was ist zurückgefahren, der KV-5 und der T-34. KV-4 und so weiter, die sind auch zurückgefahren und IS-3, so, die beschränken sich darauf, hinten in der Basis ein bisschen was zu, nicht in der Basis, sondern in der Stadt ein bisschen was zu machen und zu gucken, ob da was kommt und möglicherweise vorzurücken und die gegnerische Basis anzugreifen und die Leute dort unter Druck zu setzen. Wir haben den Jagdpanther schon gesehen. Ich muss mal kurz gucken, der ist schon tot, ne? Der ist aufgegangen, genau, und wurde dann direkt zerstört. Ja, und jetzt bin ich hier dabei, irgendwie die Basis zu verteidigen. Habe ich schon irgendwas gemacht? Ja, einmal Schaden auf dem TVP ist immer super in der Art. Also ich schieße eigentlich nur noch auf leichte Panzer. Das macht ja auf Heavys kaum Sinn. Wobei jetzt der Treffer auch okay war. Aber 239, das ist halt, man sitzt in der Art, man denkt sich immer, super Geschoss. Und eigentlich kann man 1000 Schaden machen oder mehr. Und dann macht man halt hier so 200 oder so. Ich denke, dass der tot ist, da brauche ich nicht mehr drauf zielen. Ich gucke mal lieber weiter hinten, ob der nochmal aufgeht. FCM 50 Tonnen, der ist natürlich ein viel besseres Ziel als für mich als Antifahrer. Also schlecht gepanzert, da kann ich hoffentlich viel Schaden machen. Und der bleibt da auch stehen, fährt aber ein bisschen zurück und ein bisschen wieder vor und so, dass ich ihm, ich glaube, nicht mal die Kette abziehen kann. Ne? Ich war also nur leicht beschädigt, ja. So kann es gehen, aber irgendwie geht es irgendwie auf. Ne? Also die Leute sind ein bisschen zurückgefahren, die Basis verteidigt und jetzt geht es eben darum, vorzurücken, weil die anderen, die sind irgendwie nicht mitgekommen. Also der Mutz, der hat sich irgendwie, ja, weiß ich nicht, der hat verschlafen, vielleicht ist AFK. Ja, AFK ist auch nicht, er ist ja schon aufgewesen und hat einen Abschuss, also irgendwas muss er ja irgendwo gemacht haben.
Und der FCM, den haben wir gerade gesehen. Und der Rest, die SU und der Ferdinand, die werden halt irgendwo hinten stehen. Und das machen unsere beiden Heavys da eigentlich ganz gut. Es wäre natürlich schön, wenn die auch Unterstützung hätten. Also die beiden Heavys da oben, die sind eigentlich, in einer schlechten Position, aber es geht eigentlich ganz gut. Ja. Der IS hat jetzt die ISO ausgeschaltet und den Ferdinand, den werden wir auch noch finden. Und wenn die da die Arti ausschalten und finden, dann ist eigentlich auch alles gut. Aber letztendlich hätte das Gegnerteam, was jetzt noch die Basis verteidigt hat, diese beiden Heavys auch ausschalten können. Ja. Aber wirklich, wirklich was reißen können die nicht mehr. Es sah erst so aus, als würden sie uns total überrennen, aber wir haben gut verteidigt und die ganze Geschichte nochmal gedreht. Und jetzt ist natürlich alles anders, als ich es vorher beschrieben habe. Ne? Unsere Heavys, die fahren jetzt auf der linken Seite lang. Unsere Leichten, die fahren jetzt hier rechts hoch und ein Panzerjäger, der 28 Prototyp, der steht irgendwo in der Mitte. Aber so kann es gehen und das wollte ich heute auch nochmal zeigen, dass eben die Videos, die wir hier machen, Standardposition auf Standardkarten und so weiter, dass das auch komplett in die Hose gehen kann, ja, dass es mal wirklich komplett anders läuft. Und das soll halt nochmal unterstreichen, dass man selber wirklich ein Auge auf die Minimap hat und auf die Teamzusammensetzung und sieht, da ist nichts Standard, ja, da wird also was ganz anderes passieren. Und wenn man das halt frühzeitig erkennt und darauf reagieren kann, dann kann man es eben trotzdem noch gewinnen. Da muss man nicht, so wie ich jetzt hier, die einzige Art Design noch lebt. Ne? Also, dass die anderen drei tot sind, hätte nicht sein müssen. Ne? Die hätten auch mitfahren können. Tja, Ferdinand, letzter Überlebender. Bisschen vorfahren muss er noch. Bisschen noch. Jetzt. Und er fährt zurück und fährt nochmal vor und daneben. Ne? Das Los ist Arti-Fahrers. Ja. Arti ist nicht OP. Nee. Na gut, aber das war's für heute. Hallöchen, ich bin's nochmal. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einfach einen Daumen hoch. Da freue ich mich sehr drüber. Das hilft auch dem Kanal. Und vielleicht findet ihr ja noch was anderes, was euch gefällt. Da gibt's also hier noch ein paar Vorschläge. Und wer noch nicht hat, der kann natürlich oben über das Logo auch den Kanal abonnieren und wird dann immer informiert, wenn es was Neues gibt. Also, viel Spaß noch und wir sehen uns. Tschüss!